Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video, diesem wunderschönen Tage, meine Freunde. Wenn ihr übrigens Bock auf weiteren Content von Fortnite habt, meine Freunde, dann schaut auf jeden Fall Freitag um 18 Uhr wieder im Livestream vorbei. Es wird wieder gedappt und sich geprügelt und es werden wieder Leute getötet. Es wird eine super geile Zeit. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Inhalt des Videos. Und das ist ein Video, was ihr schon mehrfach angefragt habt bei mir. Und ich dachte mir, okay Leute, jetzt fühle ich mich dafür bereit für den ersten Teil dieser Videoserie. Denn ich habe vor, das Ganze noch weitergehend zu führen. Ich möchte eine Top 20 bzw. eine Fortlaufende eine Liste meiner persönlichen Lieblingsskins bei Fortnite haben und kaufe natürlich auch immer wieder Skins dazu. Ich meine, ihr seht es hier oben, ich habe momentan 10.000 V-Bucks, meine Freunde. Ich kann auch guten Gewissens sagen, dass ich, glaube ich, schon an die 500 Euro in Fortnite investiert habe. Das ist extrem traurig, aber zu gleicher Zeit auch irgendwie lustig, weil das Spiel mir einfach so viel Spaß macht, dass ich das einfach gerne tue. Und das soll aber jetzt nicht heißen, dass ihr das tun solltet. Behaltet das Geld und kauft euch davon Essen. Ich würde sagen, meine Freunde, ich stelle euch jetzt einfach mal meine einzelnen Skins vor, erkläre euch ein bisschen was zu den Skins und sage euch dann mal, warum ich diesen Skin auf diese Platzierung gepackt habe. Ich habe selber momentan 20 Skins, das heißt, eignet sich perfekt für eine persönliche Top 20, meine Freunde. Und wie gesagt, ich werde zunehmend Skins dazu kaufen, das Ganze immer weiterführen, regelmäßig updaten, wenn ihr das wollt. Wir können natürlich auch gerne mal eine kleine Auflistung meiner persönlichen Favorite-Items hier machen, zum Beispiel diese ganzen Schilder und sowas, die ich habe, die ganzen Rückenbedeckungen, meine Lieblings-Pickaxes oder auch meine Lieblings-Dance-Moves, also gerade Emotes, meine Freunde. Ich glaube, ich kenne keinen Menschen, der so viele verdammte Emotes hat wie ich, weil ich irgendwie Emotes einfach extrem wichtig und witzig finde. Aber heute geht es um die Skins, meine Freunde. Wie gesagt, wenn ihr solche Sachen sehen wollt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und schreibt mir gerne in die Kommentare, was steht denn als nächstes stehen wohl. Platz Nummer 20 ist Codename 11 bei mir, meine Freunde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hier ist, glaube ich, mein erster Skin gewesen, den ich mir gekauft habe. Ich dachte mir einfach, okay, wenn du schon das Spiel spielst, dann musst du auf jeden Fall nochmal einen Skin kaufen. Das war quasi der erste, den ich gewählt habe, wo ich es tatsächlich jetzt bereue. Abgesehen von der super lächerlichen Frisur, die kein Mensch so tragen würde. Shoutout geht raus an meine Haare an der Stelle. Muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir dieser Skin einfach farblich überhaupt nicht. Und dieser seltsam arrogante, dümmlich reinblickende Gesichtsausdruck ist irgendwie gar nicht mein Fall. Dazu nur diese seltsamen Springerstiefel. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Diese komischen Beinschoner wie vom Fußballspieler hier, diese Schienbeinprotektoren. Doppelter Gürtel verstehe ich auch nicht. Ist nicht unbedingt mein Favorite. Kommen wir zu Platz Nummer 19, meine Freunde. Und zwar ist das der blaue Knappe. Das Einzige, was mich hier ein bisschen stört, sind halt wieder, wie bei jedem Skin, auch diese modernen Elemente. Ich finde halt, wenn man so einen Skin hat, Leute, dann sollte man den noch komplett clean lassen. Ich meine, wenn ich doch einen Ritter-Skin habe, dann sollte der halt nicht irgend so ein komisches, so ein Dings hier in der Hand haben, was aus der Kampagne kommt. Aber sonst ist es eigentlich ein echt schöner Skin und ich finde auch hier dieses Halstuch ganz schön. Platz Nummer 18 ist mein eigentlicher Hass-Skin, meine Freunde. Und zwar ist das der Rostmeister. Ich habe ihn wirklich Gast, weil das ist ein Skin gewesen, der von Tryhards noch und nöcher benutzt worden ist, auch Anfang der dritten Season noch sehr oft gespielt geworden ist. Das sind die Leute, die wirklich kommen, dich instant finishen, genauso wie ich. Dann noch 200 Emotes auf deinem Kopf spammen und dann von deinen Mates noch weggeholt werden. Also irgendwie, ich finde halt einfach den Skin an sich nicht nice. Erinnert mich ein Stück weit an Borderlands, eins meiner Lieblingsspiele, aber dann doch nicht genug, um zu sagen, okay, ich habe jetzt da irgendwie die Nostalgie für entwickelt. Nummer 17 ist einer der Skins von Twitch Prime gewesen, meine Freunde. Wo wir gerade von Twitch Prime reden, am Freitag könnt ihr gerne wieder bei Twitch Prime reinzappen. Da kriegt ihr nämlich auch schöne Skins wie diesen hier. Und zwar den Abo-Kommandant. Da finde ich tatsächlich ganz cool, dass diese Twitch-Farben hier überall drin sind. Sprich, gerade im Headset und ja hier an den Handschuhen kann man ganz gut erkennen, dass es sich hier um einen Twitch-Skin handelt. Ich fände es wirklich cool, wenn es einen Twitch-Partner-Skin gäbe, hinten mit einem Twitch-Badge am Rücken drauf. Das würde mich richtig, richtig freuen. Den würde ich auf jeden Fall auch oft spielen dann. Cool bei dem Skin hier finde ich auf jeden Fall, dass er hier diese komischen Dog-Tags dran hat. Wie gesagt, den doppelten Gürtel raff ich einfach nicht. Aber sonst eigentlich ein ganz nicer Skin, den es halt kostenlos für Twitch-Prime-Abonnenten gibt. Yay! Platz Nummer 16 ist der Missionsspezialist und den habe ich mir damals gekauft, weil ich halt dachte, geil, Alter, ein Weltraum-Skin. Ich glaube, der war sogar im Battle Pass drin. Ich glaube, ich habe den gar nicht gekauft. Der war, glaube ich, sogar im Battle Pass drin. Da stört mich halt einfach wieder dieses Rainer-Gesicht, so wie wir es gerne nennen. Dieses komische Kartoffelgesicht. Ich weiß nicht genau, was ich für ein Problem mit ihm habe. Cool finde ich aber hier auf jeden Fall diesen komischen Space-Silberstoff. Ich weiß gar nicht genau, wie er heißt. Ich fände es sogar cool, wenn der Helm geschlossen wäre. Dann würde der Skin mir deutlich besser gefallen. Dann muss ich mir dieses komische Kackgesicht nicht angucken. Ansonsten gefällt mir das ganz gut. Platz Nummer 15, meine Freunde, ist die Elite-Agentin. Ein sehr, sehr nicer Skin, meiner Meinung nach. Ganz cool finde ich hier oben dieses Ding am Kopf, meine Freunde. Wer damals Splinter Cell gespielt hat, kann sich vielleicht damit identifizieren, denn das ist auf jeden Fall ein Skin, der 1:1 hundertprozentig matcht. Wir haben hier so einen kleinen Kevlar-Panzer, wir haben hier wieder diese Camouflage-Hose, wir haben hier dieses goldene Band. Auf jeden Fall ist das mein persönlicher Platz Nummer 15, Elite-Agentin. Gefällt mir eigentlich ganz gut, kann man easy spielen. Platz Nummer 14, ein Skin, den ich lange, lange gespielt habe, an dem ich mich einfach echt satt gesehen habe, der auch nicht nur taktisch ziemlich blöd ist, sondern auch, wie gesagt, mir irgendwann auf den Nerv gegangen ist, ist der Kuschelbeauftragte-Skin. Finde ich einen super, super süßen Skin. Ich finde es richtig cool, dass sie ihn rausgebracht haben. War eine lange Zeit einer meiner Lieblingsskins. Schön finde ich bei diesem Bär halt, dass der leicht schielt und halt ein bisschen derpy guckt. Übrigens, krass geile Schuhe, muss ich schon sagen. Also es matcht auf jeden Fall wieder echt ganz gut. Sieht echt ganz cool aus. Hier auch wieder kein doppelter Gürtel. Mein persönlicher Platz Nummer 14. Platz Nummer 13 ist der gute Havok, meine Freunde. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist auch ein Twitch Prime Skin gewesen, wenn ich mich nicht irre. Ihr seht also, Leute, es hat auf jeden Fall Vorteile bei Twitch Prime, sich da rein zu subben. Natürlich auch bei mir. Es gibt, wie gesagt, gratis Fortnite Skins und ihr könnt mich gratis bei Twitch unterstützen. Hey! Ich finde auch hier diese Shotgun Shelves, die er vorne hat, und halt dieses Armee-Abzeichen. Gefällt mir richtig, richtig gut. Platz Nummer 13.
Katze, meine Freunde, ist die plüschige Rabauke, meine Freunde. Ich muss einfach sagen, dieser Skin hat mir richtig, richtig gut gefallen. Erstmal hier wieder die Schienbeinschoner an der einen Seite. Das finde ich ganz witzig, dass es halt nur einseitig ist. Dann diese Osterhasen-Handgranate. Finde ich eine extrem witzige Idee, einfach mit diesem Ostereiers-Handgranate. Und halt den Thick Booty, meine Freunde. Also man kann sagen, was man will, ja. Ich finde das Charaktermodeling von Fortnite extrem geil. Und auch so kleine süße Details, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt den Skin bewege, dass halt das Ohr wackelt oder halt unten die Ohren von den Schuhen wackeln, die übrigens sehr, sehr süß sind. Ich weiß nicht, irgendwie erinnert mich dieser Skin an Melina damals, die tatsächlich damals auch mal Onesies getragen hat. Finde ich irgendwie super, super passend. Fand ich echt cool als Osterskin. Habe ich eine lange Zeit gespielt. Gefällt mir richtig, richtig gut. Platz Nummer 11 ist die Mondspaziergängerin, beziehungsweise der Mondspaziergänger, was ich nicht verstehe, weil sich da natürlich obviously eine Frau drunter versteckt. Ich meine, wir haben hier Boobs und wir haben ein Popo und wir haben ein weibliches Gesicht. Warum heißt es Mondspaziergänger? Ich verstehe es nicht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir einfach die Farbwahl deutlich besser als bei ihm hier. Er sieht einfach so klobig und trottelig aus und sie sieht einfach elegant und einfach extrem schön aus. Ich weiß nicht, da fällt mir einfach das Farbmuster irgendwie ein bisschen besser. Gefällt mir richtig, richtig gut. Platz Nummer 10. Ein Skin, den ich lange gespielt habe, meine Freunde. Ein Skin, mit dem ich mich aufgrund der Lederjacke gut identifizieren konnte. Der Knight Rider Skin. Gefällt mir richtig, richtig gut. Denn dieser Skin, meine Freunde, hat halt erstmal diese geilen Schienbeinschoner, die ich super, super geil finde. Ich finde es immer cool, wenn was symmetrisch ist. Dann hier wieder ein rotes Bandana an der Seite und nochmal ein Halstuch dazu. Und diese krass geile Lederjacke mit diesem aufgestellten Kragen hier so oben. Und dieser extrem geil designte Helm. Und das ist auf jeden Fall ein verdienter Platz 10, meiner Meinung nach. Platz Nummer 9. Da werden jetzt viele sagen, hey, bist du blöd? Das ist der geilste Skin, Neo West. Ist für mich einfach John Wick, meine Freunde. Und zwar, schaut euch diese riesigen Hände an. Was ist mit John... Thomas, was ist mit John Wick geschehen? Schau dir seine klobigen Hände an. Thomas hat mich eben darauf hingewiesen, meine Freunde. Erstmal habe ich die John Wick-Filme gesehen. Ich fand sie einfach nicht so gut. Und dann, meine Freunde, ja, kommen einfach diese fetten Megapranken dazu. Und der Fakt, dass jeder Mensch, der John Wick spielt, der größte Ingame-Penner überhaupt ist. Diese Leute finishen dich nicht nur. Die lassen Geld auf dich regnen und nehmen dir deine Waffen weg und killen dann auch deine Mates. Das sind die größten Tryhards überhaupt momentan. Und deshalb, John Wick Skins, meine Freunde, kann ich ingame einfach gerade gar nicht mehr sehen. Sie nerven mich einfach kolossal. Das Einzige, was ich bei dem Skin halt schön finde, ist halt dieser Anzug. Aber wie gesagt, also alles im Allen, ich weiß es nicht. Also irgendwas stört mich auf jeden Fall dran. Und das sind auf jeden Fall unter anderem diese riesigen Hände. Schön ist, dass halt immer auf Details wie dieser Ring von John Wick geachtet wird. Aber alles im Allen, ich weiß es nicht, Leute. Platz Nummer 8 ist für mich der Liebesranger, meine Freunde. Da habe ich ja auch ein paar sehr, sehr geile Sachen mitgemacht. Unter anderem haben wir es einfach hingestellt und getan, als wären wir eine Statue. Ich fände es wirklich cool, wenn der Skin komplett in Grau wäre und es so aussieht, als wäre man eine Statue, meine Freunde. Da könnte man so eine Challenge damit machen. Fände ich ja extrem nice. Die rosa Hose und hier wieder das rosa Bandana. Wie gesagt, ich möchte da jetzt gar nicht zu sehr reingehen. Sie stecken eine Menge, Menge Arbeit und eine Menge, Menge Zeit in die Skins. Und das bei dem kranken Output finde ich wirklich heftig. Also beachte ich hier wieder der doppelte Gürtel. I don't get it. Ich weiß es nicht, meine Freunde, warum das so ist. Keine Ahnung. Auch einer der Skins, der bis dato noch nicht so wirklich menschlich ist. Die anderen Skins sind ja immer wieder in Verkleidung gewesen. Das ist jetzt der erste Skin, den wir quasi in der Liste haben, der nicht wirklich menschlich sind. Die anderen Skins hatten halt irgendwelche Helme und Masken auf. Aber das ist jetzt, wie gesagt, einer der Skins, der nicht menschlich ist. Deshalb hat er einen verdienten 8. Platz von mir erhalten. Ich finde ihn eigentlich an sich echt nicht verkehrt. Platz Nummer 7 habe ich mir eben gekauft. Finde ich ultra geil, meine Freunde. Hyperion. Sieht aus wie so ein 80er Jahre Superheld. Und ich glaube, den kann man richtig cool customizen mit einem coolen Rucksack und einem coolen Fallschirm dazu. Sieht einfach aus wie so ein cooler Typ von nebenan, mit dem man gerne Basketball zocken würde. Finde ich super, super nice. Er sieht auch wirklich aus durch sein Outfit halt, durch dieses Tanktop und dieses komische Schweißband hier oben, wie ein Basketballspieler. Hier finde ich den doppelten Gürtel gar nicht so schlimm, weil das sieht halt aus, als würde das irgendwie zum Outfit gehören. Und die Schuhe und die Schienbeinschoner finde ich extrem cool. Ein extrem schöner und cool designter Skin. Platz Nummer 6, meine Freunde, der Schlachtenhund. Den habe ich mir damals tatsächlich zugelegt, weil ich einfach das ganze Outfit so dermaßen dope finde. Ich bin ein großer Fan der Serie Vikings und Game of Thrones, meine Freunde. Und ich weiß nicht wieso, er hat mich irgendwie krank an so eine Mythengestalt aus Vikings erinnert. Ich meine, hinten diese nordisch-keltischen Runen hinten drauf und dann diese fellbedeckten Stiefel und alles im Allen. Sieht einfach nur extrem, extrem geil aus. Hier auch wieder ein doppelter Gürtel, der mich aber nicht wirklich stört, meine Freunde. Dann dieses krass geile Tattoo an der Seite. Und man kann halt sehen, der Typ trägt ja nur eine Maske. Das heißt, darunter steckt auch wieder ein Mensch. Man kann halt sehen, das ist beleuchtet irgendwie Diamanten, Jadeaugen, keine Ahnung. Also allein die Maske, meine Freunde. Da steckt so viel Liebe zum Detail drin, wenn man sich das mal anguckt. Extrem, extrem schön. Gefällt mir richtig gut. Auch hier, wie gesagt, diese Musterung hier hinten drauf und sowas mit den Nieten und allem drum und dran. Und diesen kleinen, schnörkeligen Lederriemen und hier dem Kettenhemd. Und darunter kommt nochmal was anderes raus. Und der Mantel und der Gürtel. Ah, die Stiefel, Leute. Extrem geiler Skin. Platz Nummer 5. Einer meiner absoluten Lieblingsskins, meine Freunde. Und zwar die Highland-Kriegerin, meine Freunde. Ein Purple-Skin, der nicht ganz so rare gewesen ist. Und hier haben sie es richtig gemacht, meine Freunde. Hier ist dieses komische Ding, was sie an der Hand hat. Nicht so seltsam technisch gemacht. Das ist auch, glaube ich, im Schlachtenhund ist es ähnlich. Der hat nämlich auch nur so eine komische Metallplatte. Und hier ist es nämlich auch einfach nur ein goldenes Verzierungsding. Also da sind irgendwelche Knöpfe drin, aber es sieht halt aus wie ein ganz normales Armband. Ich weiß nicht. Mag ich einfach extrem gerne.
Platz Nummer 4, ein ganz neuer Skin und den habe ich nach ganz vorne gestellt, meine Freunde, denn er ist einer der wenigen Skins, die wieder nicht menschlich anwirken, der Leviathan, meine Freunde. Leviathan, so genannt. Fand ich eine extrem coole Idee. Ich hätte es, wie gesagt, noch richtig geil gefunden, wenn der Typ einen Schotter bekommt, dass ein bisschen Wasser seinem Kopf spritzt. Das finde ich einfach extrem cool und diesen glitzernden, schimmernden Anzug. Ich meine, schaut euch mal bitte diesen Schimmer auf dem Anzug an. Ihr seht, wie sich da quasi die Farblinien ziehen. Das ist so ein reflektierender Stoff. Fällt mir richtig gut. Ist ein sehr auffälliger Skin, gerade halt durch den Fischkopf, weil der natürlich durch diese Haube hier oben ein bisschen rauspoppt, durch diesen Taucherhelm. Aber alles in allem finde ich den sau cool und ich finde halt einfach die Idee, einen umgekehrten Taucher quasi zu machen, extrem geil. Also sprich, normalerweise steckt der Mensch ja drinne und hier haben wir quasi einen Goldfisch, der richtig, richtig böse reinguckt in dem Körper eines Menschen. Ich weiß es nicht. Eine extrem krasse Idee. Fett Props dafür, gefällt mir richtig gut. Platz Nummer 3, meine Freunde, der dunkle Reisende und ich finde diesen Skin einfach so damn bad. Also ich meine, schaut ihn euch mal an, Leute. Das ist einfach Perfektion in einem Skin. Der ist komplett symmetrisch, hat dieses seltsame Ding mit seinem eigenen EKG oder irgendwelchen Graphen hier noch drauf. Das sind Audio-Waves dabei. Jetzt würde mich natürlich auch wieder interessieren, was steckt zum Beispiel jetzt hinter diesem Audio-Wave, was hier gerade abgespielt worden ist. Das hier, diese Audio-Wave-Spur. Das ist auf jeden Fall eine EKG-Spur oder irgendein Graph. Es gibt so viele lustige Gimmicks sicherlich in dem Game, die noch nicht entdeckt worden sind. Und ich kann mir gerade vorstellen, dass bei den Skins sehr viele sind. Am krassesten bei dem Skin sind natürlich hier diese durchlaufenden und immer wieder glowenden, goldenen Dinger. Dazu der geschlossene Helm. Einfach ein extrem schöner, saugeiler Skin. Gefällt mir richtig gut. Auf jeden Fall ein Platz 3 verdient. Platz Nummer 2 wird viele von euch jetzt überraschen und ihr werdet jetzt alle sagen, hey, what the fuck, was ist mit dir? Du leidest an Geschmacksverkalkung. Aber ich sage euch, meine Freunde, Platz Nummer 2 ist die Arktis-Assassinin. Immer cool bleiben, Teil des Arktis-Einsatzsets. Ein relativ alter Skin, so wie ich meine. Den gab es letztens in meinem Shop und ich habe direkt zugeschlagen. Ich finde einfach diesen Skin im Ganzen so dermaßen passend. Ich finde die Brille cool. Ich finde dieses Skifahrer-Outfit cool. Ich mag den Skin einfach extrem, weil er so schlicht gehalten ist. Ich meine, man haben hier schwarz-weiß. Ich meine, vergleicht mal bitte diesen Skin mit diesem Skin hier. Ja, da sieht man auf jeden Fall Skin der neuen Generation, Skin der alten Generation. Das ist so ein richtig schöner Oldschool-Skin für mich mit dem Dogtag auch wieder und diesem langen Kragen hier oben, diesem Headset und dem Armband hier wieder mit dem Bandana. Ja, soviel zu Platz Nummer 2, meine Freunde. Und jetzt kommen wir endlich zu Platz 1. Und ihr wisst wahrscheinlich alle, wer Platz 1 für mich ist. Wukong habe ich mir, by the way, nicht gekauft. Ich fand Wukong halt in anderen Spielen, es gibt ja Wukong, gab es bei League of Legends, glaube ich, bei Heroes of the Storm, überall gibt es Wukong, diese chinesisch-mystische Gestalt. Habe ich mir damals nicht geholt, weil ich Wukong einfach als, ja, Skin nicht so geil fand. Dafür, meine Freunde, kommen wir jetzt aber zu Platz 1. Wir haben hier den Raben, Leute. Und der Rabe ist einfach so damn badass, Leute. Hier der doppelte Gürtel, der mich überhaupt nicht juckt, weil ganz ehrlich, alles im Allen, ja, diese Federn, die sich bewegen, die so mitschlackern. Dann hier unten sein zerfetzter Mantel. Er sieht einfach aus wie der Tod höchstpersönlich, meine Freunde. Kein Gesicht, nur diese blinkenden Augen. Ich finde ihn einfach extrem geil. Hinzu kam der heftigste Gleiter, den man sich dazu kaufen konnte, meine Freunde. Und dieses unglaublich geile Rückenaccessoire, was ich euch, wie gesagt, in einem anderen Video gerne mal zeigen kann. Die Schuhe von dem Typen. Ich finde ihn einfach nur extrem dope. Ich spiele ihn zwar nicht oft, aber es ist echt schön, ihn im Inventar zu haben und einfach die detailreichen Sachen hier. Die ganzen Nähte, die ganzen Fetzen, die Stoffsachen, diese Rückenstraps und so weiter und so fort. Alles mal anzugucken. Extrem nicer Skin. Ja, meine Freunde, das war meine persönliche Top 20 meiner persönlichen Fortnite-Skins. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, wenn ihr möchtet, dass ich euch regelmäßig auf dem Laufenden halte mit Skins und sonstigen Ingame-Items, sprich Kleidern, Emotes und so weiter und so fort, lasst auf jeden Fall einen Daumen da oben da. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich würde sagen, das war's von diesem wunderschönen Video. Wir sehen uns Freitag um 18 Uhr wieder beim Livestream. Macht's gut, haut rein, bis dann, ciao, ciao!